Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich. Doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt. Und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Ein jeder Mensch hofft und ein jeder Mensch lebt. Doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt alles Denken, es hilft nur der Schluss. Es kommt schließlich alles, wie kommen es muss. Hallo Menschen, hallo Internet, hallo YouTube. Es freut mich, dass ich heute wieder die Moderation machen darf. Und bevor ich damit beginne, möchte ich etwas nachholen, was ich letzte Woche vergessen habe. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Es freut mich, dass so viele Menschen wieder hier zusammengekommen sind. Aber ihr seid nicht nur Gäste, die hier sind, um sich etwas anzuhören. Ihr seid genauso Teil dieser Bewegung. Und ihr müsst auch aktiv etwas für diese Bewegung machen. Teilt unsere YouTube-Videos, teilt unsere Facebook-Einträge, bewirbt unsere Homepage und vor allem nehmt Freunde und Verwandte mit. Wir müssen größer werden. Ich will auch unser Team, das Team der Mahnwache Wien, begrüßen. Wir sind ein bunter Haufen und ich bin der Meinung, dass wir alle stolz sein können auf uns für das, was hier passiert. Wir sind gerade dabei, klare Richtlinien zu finden und festzulegen, wofür die Friedensmahnwache Wien steht. Und wir wollen auch klare Forderungen an unsere Politik stellen können. Es geht darum, dass diese Bewegung, dass unsere Bewegung, dass diese Bewegung aus der Mitte für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit auch etwas mehr darstellen soll als eine Demonstration am Montag. Wir sollten alle aktiv werden, 7 Tage die Woche, denn sonst werden wir bald passiv sein müssen. Und dann möchte ich weiters noch unsere Polizisten hier begrüßen, die für unsere Sicherheit anwesend sind. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich schätze euren Beruf und ich habe den größten Respekt vor dem, was ihr leisten wollt und müsst. Ihr seid die Staatsgewalt, die Reibungsstelle zwischen Staat und Volk. Ihr sollt den Staat würdig vertreten und dem Volk Freund und Helfer sein. Ihr habt meinen größten Respekt vor eurem Beruf und vor allem in Zeiten wie diesen, wo die Kluft zwischen Staat und Volk immer sichtbarer und tiefer wird, stelle ich es mir sehr schwierig vor, in einer Uniform auf der Straße präsent zu sein. Ich weiß, dass viele Polizisten oft beleidigt werden, dass man vielen von euch misstrauisch gegenüber auftritt, aber ich weiß auch, dass die Extremen, die Unvernünftigsten, immer die sind, die am lautesten schreien. Ich weiß, dass die schweigende Mehrheit aber euren Beruf sehr schätzt und wir, die Friedensmahnwache Wien und alle hier anwesenden Menschen, die eben Teil dieser schweigenden Mehrheit waren, wir möchten euch, die ihr stellvertretend für alle eure Kollegen hier seid, mit unserem Applaus herzlich danken. Wir haben heute auch wieder einen Open-Mic-Block. Gibt es was zum der Michael macht das. Bei dem könnt ihr euch anmelden. Also wenn jemand sich etwas zu sagen hat, einfach zu Michael gehen und der nimmt euch dann auf. Dann gibt es jetzt die Wünsche-Box oder die Box der Anregungen für Ideen, die anonym abgegeben werden sollen. Bedient euch einfach an dieser Box. So, der nächste Redner bin ich selber. Ich habe vor 2 Monaten mein Diplom fertig geschrieben und vor 2 Wochen habe ich
den Magister verliehen bekommen. Alle meine Freunde wollten ihn mehr feiern als ich und bis heute bin ich noch den Termin für die Party schuldig. Mir war der Titel eigentlich sehr wurscht und deshalb muss ich ihn auch nicht unbedingt feiern. Am Freitag aber, da wurde mir ein Titel verliehen, der ist mir nicht wurscht. Der erfüllt mich sogar ein bisschen mit Stolz, muss ich sagen. Ich darf mich jetzt ganz offiziell der fiese Weiß-Magazin-Disser nennen. Und ich muss ehrlich zugeben, darüber habe ich mich mehr gefreut als über meinen Magister. Jetzt überlege ich, wie ich den Titel am besten abkürze, dass es auch auf eine Visitenkarte passt. Meine Lieblingsvariante bis jetzt ist fieser VMD. Ich weiß ja nicht, wer von euch diesen Artikel gelesen hat, in dem mir der fiese Weiß-Magazin-Disser umgehängt wurde. Aber ihr findet diesen Artikel unter dem Titel Ken Jebsen verpasst den Montagsdemos den rechten Schliff. Dieser Artikel hat es in sich. Ich habe ihn von einem befreundeten Juristen lesen lassen und der meinte, dieser Artikel ist strafbar, weil klar verleumdend. Aber das ist mir egal. Ich werde nicht klagen, weil ich glaube, wenn man als Journalist für das Weiß-Magazin arbeitet, ist man eh schon gestraft genug. Wisst ihr, wer der Eigentümer dieses Weiß-Magazins ist? Googelt einfach mal. Ich glaube ja überhaupt, dass in Zeiten wie diesen der Beruf des Journalisten sehr schwierig ist. Es gibt ja so viele Themen, die einen beschäftigen müssen. Da verlieren einige von Ihnen gleich mal den Überblick. Dann gibt es auch noch sowas wie Chefredakteure, die einem gut zureden, eine Blattlinie, an die man sich halten muss, einen Herausgeber, dem man loyal gegenüber sein sollte. Es ist ein Irrgarten, wo man das eigene Gewissen schnell einmal verlieren kann. Und die Journalisten, die dann versuchen, vernünftig ihrer Arbeit nachzugehen, die werden dann von Kollegen an ihrer Arbeit behindert. Ich möchte daher einen Vorschlag an unsere Leitmedien machen, die etwas den Überblick verloren haben. Und der Vorschlag wäre, dass ihr vielleicht mal seht, was gerade in Brasilien passiert. Nur so ein klitzekleiner Blick nach Brasilien. Ich weiß noch gut, wie vor 2 Jahren in der Ukraine die Fußball-EM war. Also in der Ukraine und in Polen. Da gab es einen großen medialen Aufschrei, weil wegen der EM viele Straßenhunde getötet wurden. Da gab es eine Petition für die Rettung der Hunde und die große Empörungswelle über Facebook. Ist ja auch richtig so. Ja? Die armen kleinen Hundsis ohne Zuhause werden einfach so von den bösen Ukrainern umgebracht. Schlimm. Die sind halt einfach süßer als die Straßenkinder in Brasilien, die dort wegen der WM umgebracht werden. Die Straßenhunde der Ukraine, die waren halt einfach herziger als die vierfache Mutter, die vor ein paar Tagen von ein paar wild gewordenen Killer-Cops umgebracht wurde. Ich kann sie ja verstehen, ich kann euch ja verstehen, liebe Leitmedien, diese süßen kleinen Hunde. Was täten wir ohne sie? Und nachdem ihr ja mit eurer Arbeit überlastet seid, liebe Leitmedien, und euch vor 2 Jahren lieber über Straßenhunde empört habt, die umgebracht wurden, habe ich mir jetzt einfach die Mühe gemacht und einen Artikel über die WM in Brasilien geschrieben. Ich überlege ja, dass ich diesen Artikel dann im Weiß-Magazin veröffentlichen lasse. Deshalb habe ich meinen Stil auch ein bisschen an diese Zeitung angepasst. Gründe, warum die Fußball-WM in Brasilien die beschissenste WM aller Zeiten ist. Ich weiß. Brasilien steht für Lebensfreude, steht für Samba und Erotik und steht auch für Fußball.
Überhaupt ist Brasilien das Paradies. Und wem es dort nicht gefällt, den ist woanders auch nicht mehr zu helfen. Das ist natürlich richtig und trifft mit leichten Unterschieden auf jedes Land zu. Aber hier liegt auch schon das Hauptproblem. Denn wer mit Vernunft argumentiert, der muss auch die aktuellen Ereignisse rund um die Weltmeisterschaft in Brasilien mit einbeziehen, um sich ein klares Bild von dem Land machen zu können. Und so passiert es dann schnell, dass aus dem anfänglichen Paradies die Hölle auf Erden wird. Brasilien steht dann nicht mehr für Lebensfreude. Es eröffnet sich eine Lebensfeindschaft, die des schnöden Mammons wegen auf dem Rücken der Ärmsten, nämlich der Unterschicht, aus den Favelas ausgetragen wird. Da wird nicht lange herumgefackelt, wenn die umzusiedelnden Menschen sich nicht fügen wollen, wird schon mal die brachiale Gewalt angewandt. Mord und Totschlag, durchschossene Leiber und aufgeplatzte Köpfe. Gewalt, die keine noch so große Horde Hooligans ausüben kann, denn denen fehlt die staatliche Legitimation zum Töten. Hier in Brasilien aber sind keine Polizisten mehr am Werk. Die Mörder tarnen sich in der Uniform, die man ihnen vor Jahren verliehen hat. Sie verraten sich, ihren Beruf und ihre Kollegen. Es ist ein Ritt in die Hölle. Kein Leichenberg kann sie stoppen. Wer jetzt noch Samba tanzen will, rutscht aus am Blut. Er rutscht aus am Blut getöteter Kinder, er rutscht aus am Blut getöteter Väter und er rutscht aus am Blut getöteter Mütter. Wer jetzt Samba tanzen will, rutscht aus am Blut von Claudia Silva Ferreira, eine 38 Jahre alte Frau aus dem Slum Morro da Congonha, Mutter von 4 Kindern. Sie war Brot kaufen. Polizisten schossen ihr in Rücken und Hals. Einer Frau, die jeden Tag in der Früh aufstand, ihren Kindern das Essen zubereitete, dann in die Arbeit ins Krankenhaus ging, dieser Frau haben sie in Rücken und Hals geschossen. Dann, sie war noch nicht tot, wurde sie in das Polizeiauto gepackt, um mit ihr ins Krankenhaus zu fahren. Die Türe des Autos war schlecht verschlossen, ging auf und Claudia, die vierfache Mutter, wurde 300 Meter mitgeschliffen. Erst eine rote Ampel ließ die Polizisten stoppen. Sie packten die Frau wieder ein, lieferten sie im Krankenhaus ab und dort ist sie gestorben. Die Böden in Brasilien sind nass und glitschig vom Blut der Armen und Unterdrückten. Wer jetzt noch tanzen will, der wird fallen. Und die Erotik, die Brasilien innehat, die sich jeden Karneval über wie Pfauenfedern auch über Mitteleuropa legt, die Erotik hat sich verzerrt. Sie ist obszön geworden, schlüpfrig im besten Sinn und radikal krank im schlechtesten Fall. Von pervers an sich kann man nicht mehr sprechen, denn die Auswüchse, die sich in den 3 WM-Spielstätten Recife, Belo Horizonte und Fortaleza zeigen, spotten jeder menschlichen Begrifflichkeit. Jetzt schon, bevor es überhaupt zum ersten Match kam, ist die Kinderprostitution schon um 100% gestiegen, behauptet Ana Isabel Cabral Lima de Souza vom Hilfsprojekt Vira Vida. Auch die Direktorin des Sekretariats für Menschenrechte in Fortaleza, Tanja Gurgel, bestätigt, dass ihre Behörde in den vergangenen Monaten in Fortaleza mehr und mehr Fälle auftauchen gesehen habe, in denen sich Kinder prostituiert hätten. Da, in Fortaleza, wo die deutsche Nationalmannschaft eines ihrer Vorrundenspiele austrägt, verdient ein Kind, das sich von einem erwachsenen Mann lässt. Dieses Kind verdient in dieser Zeit so viel Geld, dass eine 4-köpfige Familie davon ein Jahr leben kann. Konfrontiert man die FIFA mit derlei Problemen,
verweisen Sie gerne auf die 20 Millionen Dollar, die Sie an verschiedene Projekte als Teil der WM-Nachhaltigkeitsstrategie gespendet haben. Dass die FIFA ab dem Moment der WM-Vergabe bis zum Ende der WM keine, aber wirklich keine Steuern in dem austragenden Land zahlen muss, darüber redet sie übrigens nicht so gerne. Die Bauunternehmer, die Franchise-Partner, die Vertragspartner der FIFA und auch die Sponsoren, sie alle zahlen keine Steuern. Aber wen interessieren Steuern, wenn der Anpfiff ertönt? Wen interessiert es, dass in Brasilien alle 26 Stunden ein Homosexueller ermordet wird, wenn wir uns schon an Russland und an seiner Homophobie abarbeiten konnten? Wen interessiert es, dass in Brasilien Homosexuelle von Gangs gesteinigt werden, wenn wir schon Putin als Schwulenfeind ausgemacht haben? Der österreichische Pfarrer und Menschenrechtsaktivist Günther Zgubitsch, der die bischöfliche Gefangenenseelsorge in Brasilien leitet, vermisst seit Jahren deutliche Worte von deutscher Seite. Schließlich ist Lateinamerikas größte Demokratie ein wichtiger strategischer Partner von Deutschland und die Regierung in Berlin spricht gerne von gemeinsamen Werten, die die beiden Staaten verbinden würden. Hoffen wir, dass diese gemeinsamen Werte die brasilianische Lebensfreude, die Lust am Samba, die schwüle Erotik und auch der Fußball sind. Hoffen wir, dass diese gemeinsamen Werte nicht das Verständnis für Staatsgewalt sind. Hoffen wir, dass diese gemeinsamen Werte nicht das Verständnis für Mord und Totschlag an den Ärmsten der Gesellschaft sind. Hoffen wir, dass die gemeinsamen Werte nicht dafür stehen, dass sich Kinder an alte Männer verkaufen müssen, um ihre Familien ernähren zu können. Dort bleibt, wo es ist. Weit weg. Und wenn der Schlusspfiff der WM verklungen ist, wieder aus unserem Sinn. Hoffen wir, dass Brasilien und die Fußball-WM irgendwann wieder das für uns sein können, was es war. Unschuldig. So unschuldig wie die Menschen, die dafür in Brasilien verrecken mussten. Und hoffen wir, dass die Spieler, die die Bälle vor sich herschieben, sich nie ihrer Verantwortung bewusst werden. Hoffen wir darauf, dass sie uns weiter schreien lassen, während sie auf dem grünen Rasen schon knöcheltief im Blut stehen. So. Dieser Artikel ist fertig, alle Quellen sind belegbar und somit ist dieser Artikel auch frei für jede Zeitung. Es gibt auch viele Fotos, die man verwenden könnte, Bilder von gesteinigten Homosexuellen, von erschossenen Kindern und Jugendlichen oder auch ein Bild von Claudia Silva Ferreira, wie ihr lebloser Körper aus dem Polizeiauto hängt. Liegt alles auf im Internet. Ich verschenke ihn sogar. Diesen Artikel. Muss nicht mal mein Name darunter stehen. Von mir aus soll der Journalist, der ihn veröffentlicht, seinen Namen darunter schreiben und so tun, als wäre der Artikel von ihm. Ist mir egal, solange endlich mal jemand aus den Leitmedien die Augen aufmacht und auf Brasilien schaut. Bitte, kann man abholen, steht zur freien Entnahme. Danke. Für mich ist die Idee der Friedensmahnwachen, also die Idee des Friedens an sich, nicht neu. Für mich ist es eine Weiterführung der Aufklärung, ein Appell an die Vernunft und viel mehr noch ein Appell an die Vernünftigen, sich uns anzuschließen. Wir leben leider in einer Zeit der Desinformation. Wir werden nicht aufgeklärt von unseren Medien, von der Presse. Im Gegenteil, man lässt uns im Trüben und versucht uns mit möglichst schrillen Ereignissen und Menschen zu blenden. Alle von uns fallen drauf rein. Wir streiten uns über Conchita Wurst,
Wir streiten uns über ein Liveball-Plakat. Wir streiten uns über politische Richtungen, streiten uns über links und rechts und schaffen es nicht zu erkennen, dass das letzten Endes nur Symptome sind. Die Ursachen an sich wissen wir auch schon, aber es fehlt der nötige Druck, um eine Änderung zulassen zu können. Deshalb sind auch die meisten von uns hier. Sie wollen sich informieren, sie wollen sich austauschen, sie wollen sich organisieren und sie wollen sich mobilisieren. Der Konflikt in der Ukraine war für mich der Auslöser. Aber es gab schon genug andere Kriege, die es wert gewesen wären, dagegen auf die Straße zu gehen. Krieg an sich ist eine Perversion der Menschlichkeit, ein Irrtum unserer Zeit. Und wir müssen alles daran setzen, dass die Profitgierigen, die den Krieg brauchen, sich bekehren lassen. Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Kriegslüsternen, die vor dem Fernseher sitzen und darauf warten, dass man endlich dem Putin oder dem Obama zeigt, wo der Hammer ist, diese Menschen sollen wir zur Besinnung rufen. Wir müssen alles daran setzen, dass Krieg nicht mehr glorifiziert werden kann, sondern das umgehängt bekommt, was ihm zusteht. Ewige Verdammnis. Und damit es leichter fällt, den Krieg auf ewig zu verdammen, habe ich hier ein paar Fakten zusammengesammelt. Krieg. Das Wort, das Hauptwort Krieg hat auch ein passendes Verb. Kriegen. Das heißt so viel wie sich bekriegen oder kann aber auch bekommen oder erhalten heißen. Krieg hat fast immer ökonomische Interessen. Es werden zwar gern schöne Schlagwörter wie Frieden, Freiheit, Demokratie und Werte benutzt, um von dem Irrsinn des Krieges abzulenken, aber letzten Endes geht Krieg immer auf die Kosten der Schwächsten, während sich die Stärksten, die Mächtigsten daran unverschämt bereichern. In der Menschheitsgeschichte haben an die 14.400 Kriege stattgefunden, denen ungefähr 3,5 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind. Wenn man davon ausgeht, dass bis jetzt 100 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben, dann kann man davon ausgehen, dass jeder 30. oder jede 30. Opfer einer kriegerischen Handlung war. Verblüffend ist, die Opferzahl der Zivilisten, die in den letzten Jahrzehnten sich vervielfacht hat, während in den Leitmedien von chirurgischen Kriegen, von Präzisionsschlägen gelogen wird. Ich sage mit Absicht gelogen, weil ich jetzt anhand von Fakten, die die Kriege der letzten 100 Jahre betreffen, beweisen werde, was Krieg für die Zivilbevölkerung, also für so Menschen wie wir es sind, eigentlich bedeutet. Im Ersten Weltkrieg gab es ungefähr 10% zivile Opfer. Beim Zweiten Weltkrieg waren es schon 50%. Im Vietnamkrieg gab es ungefähr 70% zivile Opfer. In den beiden Golfkriegen waren es 90% zivile Opfer. In Syrien sind es über 90% zivile Opfer. Und sollte es gegen einen Krieg, sollte es zu einem Krieg gegen Russland oder zu einem dritten Weltkrieg kommen, dann sind die Berechnungen so, dass man davon ausgeht, dass es um die 99% zivile Opfer geben wird. Das Verhältnis zwischen Zivilopfer und getöteten Soldaten war 1:8 im Ersten Weltkrieg und ist jetzt 8:1. Also 8 Zivilisten und ein Soldat. Wenn man sich das vor Augen führt, wenn man sich diesen Wahnsinn vor Augen führt und dann eine Friedensbewegung wie uns
all die Leute, die rund um die Mahnwachen aktiv sind, wenn man dann versucht, diese Menschen als russisch gesteuerte Propagandisten, als Putin-Versteher, als Rechtsesoteriker oder was auch immer noch bezeichnen will, dann ist man vielleicht ein verklemmter Zyniker, der sich an der Lust an den Diskurs aufgeilt. Dann ist man vielleicht ein Profiteur des Systemkriegs. Dann ist man vielleicht ein parteiliniengeformter Politiker, der sein Gehirn gerade noch dafür benutzt, halbwegs stupide durchs Leben zu kommen, um sich an den Bildern in der Zeitung zu erfreuen. Dann ist man vielleicht ein junger, verblendeter Mensch, der seinen Geist schleunigst mal öffnen sollte. Oder man ist vielleicht ein Journalist, der für das falsche Medium arbeitet. Aber eines ist man sicher nicht, wenn man uns immer wieder so pauschal aburteilt. Vernünftig und aufgeklärt. Danke. Es neigt sich dem Ende zu. Ich freue mich sehr, dass wir noch ein paar Überraschungsgäste hier hatten. Es gibt hier Foodsharing. Ja, es gibt, also da könnt ihr euch Weckerl nehmen. Und Bücher gibt es auch zur freien Entnahme, also falls irgendwas dabei ist. Gut, und ich werde jetzt noch meine Schlusspredigt halten. Das war's wieder für heute. Es ist Abend. Die schwarze Luft kommt langsam und alle werden dann nach Hause trotten, um später schlafen zu gehen. Ich möchte euch jetzt noch einen Traum von mir erzählen, den ich vor ein paar Tagen hatte. Immer wenn ich in Phasen bin, wo ich eine Veränderung durchmache, träume ich sehr intensiv. Und dieser Traum, den ich hatte, der war sehr stark und ich finde, er passt auch irgendwie hierher. Ich komme aus St. Leonhard am Forst, einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Ein netter Ort mit vielen netten Menschen. Als ich 15 Jahre alt war, war es immer ein Ereignis für mich und meine Freunde, mit dem Zug nach Wien zu fahren, um einkaufen zu gehen. Schuhe, Hosen, Jacken. Es musste aus der großen Stadt sein, um Eindruck schinden zu können. Die Fahrt nach Wien war für mich so imposant, dass ich in meinen Träumen immer noch nicht in Wien lebe, sondern jedes Mal mit dem Zug in die Stadt fahre. In diesem einen Traum, den ich euch jetzt erzähle, sitze ich im Zug und fahre nach Wien. Am Westbahnhof steige ich aus. Es ist eine eigenartige, freundliche Stimmung, für Wien irgendwie nicht zu fassen. Die Menschen lächeln, lachen, lachen. Sie reden miteinander und gehen gemeinsam statt alleine ihre Wege. Ich bin verblüfft, was hier vor sich geht. Die Menschen wirken frei und erleichtert. Alle gehen würdevoll und aufrecht. Sie wirken stolz, aber nicht überheblich. Keiner blickt zu Boden. Für mich ist das neu. Wien war immer die Stadt der Grantler und jetzt lächeln plötzlich alle. Ich verstehe es nicht und wandere über den Westbahnhof. Ich gehe hinaus und überall Menschen, die lächeln. Ich gehe den Gürtel hinunter und langsam merke ich, was anders ist. Die Plakatwände sind übermalt, mit bunten Farben überschüttet. Mit dicken Lackstiften sind Sprüche zu lesen. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut, steht ganz groß auf einem Plakat. Das ist ein Spruch von Karl Valentin, den ich mal auf einer Toilette in einem Club gelesen habe. Seitdem verfolgt mich dieser Spruch sogar in meine Träume. Und auch in diesem war er ganz groß auf die Plakatwand gemalt. Mir begann es zu dämmern.
Ich verstand, warum die Menschen freier waren als sonst. Es gab keine Werbung mehr, die ihnen vorgaukelte, wie sie sein müssen, um glücklich zu sein. Die übermalten Werbungen haben ihnen Freiheit gegeben, die Freiheit, die ihnen die Werbung vorher gestohlen hatte. Ich begann schneller zu gehen, wanderte über den Gürtel hinunter, bog ab und lief Richtung Hütteldorf. Nur bunte Farben an den Wänden, keine Werbung mehr zu sehen. In Hütteldorf angekommen, es begann schon zu dämmern, blickte ich hoch zum Wienerwald. Da sah ich eine Menge an Menschen und je länger ich hinsah, umso näher waren sie mir. Dann erkannte ich sie. Es waren junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer, Kinder. Es waren Menschen aller Schichten, aller Ethnien, aller Klassen. Und da ein Paar, ein junger Mann und eine junge Frau standen ganz vorne. Sie streckten mir ihre Hand entgegen und ich merkte, dass sie beide einen großen Lackstift bei sich hatten. Ich wollte lächeln, weil ich wusste, was sie mit diesen Stiften getan hatten. Aber als sie ihre Hände hoben, verwandelten sich diese Lackstifte in Laserschwerter. Und die ganze Menge an den Menschen, die dabei waren, tat es ihnen gleich. Alle zogen sie ihre Lackstifte und verwandelten sie zu Laserschwertern. Unter dem Licht erhellte sich der Himmel und ich blickte auf die glühende Masse vor mir. Und da erst erkannte ich ihre Form. Eine Pyramide auf den Kopf gestellt. Ich wollte mich ihnen anschließen, lief auf sie zu, aber der Traum hielt nicht lange genug. Ich wurde wach, lag in meinem Bett mit Fensterblick auf eine Werbetafel. Dieser Traum begleitet mich jetzt schon die letzten Tage. Er lässt mich auch nicht mehr richtig los. Ich habe mir noch keinen Lackstift gekauft, vielleicht liegt es auch daran. Aber ich glaube, das war es gar nicht, was mir dieser Traum sagen wollte. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns lösen müssen von unnötigem Ballast. Und Werbung, meine Freunde, ist unnötiger Ballast. Der Sinn von Werbung ist es, dass wir unzufrieden werden, weil wir dadurch mehr konsumieren. Aber das will ich nicht mehr sein. Ich will kein passiver Konsument mehr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Mensch sein will. Und ich wette, dass jeder, dem das vor Augen geführt wird, sich sehr schwer tun wird, wieder in das Hamsterrad einzusteigen. Wenn wir uns dadurch definieren, durch das, was wir kaufen, durch das, welche Autos wir fahren, welche Kleidung wir tragen, welche Handys wir benutzen, wenn wir uns einfach dadurch definieren lassen, dass man uns zu Konsumenten degradiert, dann wundert es mich nicht, dass es so wenige Menschen aus unserer westlichen Wertegesellschaft daran Anstoß nehmen, was in der Ukraine oder in Brasilien oder in Syrien oder wo auch immer an Unrecht passiert. Auch hier, bei uns im Land, wie wir heute eben schon sehr eindrücklich vor Augen geführt bekommen haben. Stichwort Hypoipeadria. Wir müssen aktiv werden. Und dazu brauchen wir unser aller Hilfe. Wir müssen zusammenhelfen. Wir müssen anfangen, Menschen zu begeistern, dass sie auch hierher kommen. Ihr müsst uns auf Facebook teilen, über E-Mail unsere Videos verschicken. Verteilt Flyer für uns. Die liegen irgendwo hier. Die können perfekt. Lasst uns gegenseitig helfen. Für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Ich verabschiede mich jetzt offiziell von euch. Schön, dass ihr hier wart und danke fürs Kommen. Ich verabschiede mich auch von unserer Polizei, die wieder mit dafür verantwortlich war, dass es hier eine angenehme Atmosphäre gibt, wo man sich in aller Ruhe austauschen kann. Ich wünsche euch allen alles Gute und bis nächsten Montag. Danke, auf Wiedersehen.